Who's there? Lieutenant Mia. Yeah? I wanted to speak with you. Gravitational anomaly detected. Warning. Conrad, why do you hate Synthet? Can you walk? You hit something. You saved me. Indeed. Not much gets by you, Chief. Come on. Wait! I need to get to the bridge and see how dead we are. What about the envoys? The mission? They are probably all dead. The upper decks have been torn to pieces. Maybe I can help. Negative. Head to the main reactor and shut it down before it overloads. If it does, everyone on this ship is dead. Stay in radio contact, and be careful. Keep us alive. Hallo liebe Raviolis da draußen. Hier ist der Rip und willkommen bei Gameplay Dienstag zu Alien Breed Episode 1. Vielen Leuten ist der Name Alien Breed vielleicht schon noch bekannt, gerade den Älteren, aus Amiga-Zeiten. Entwickelt ist es von Team 17, von den Worms-Machern quasi. Und ihr seht schon, klassisch 2D, von oben quasi die Ansicht. Im Moment ist alles noch etwas sehr dunkel. Und wir laufen jetzt erstmal hier rum. Ihr könnt rennen, ihr könnt, hier im Licht kann ich euch das mal zeigen, Melee-Angriff machen. Natürlich darf man das Ballern nicht vergessen. Und dann habt ihr mit dem, hier unten noch solche Items, die könnt ihr mit dem Digipad durchhalten. Granaten, Medipacks, klein, groß und die Waffen. Da haben wir im Moment jetzt nur eine Pistole und ein MG. Dann geht's mal weiter. Ihr könnt hier alles Mögliche durchsuchen mit der A-Taste. Ich spiele das jetzt hier gerade auf der Xbox 360. Aber das Spiel gibt es auch für die PS3 oder und für den PC, beziehungsweise es soll kommen. Wir müssen jetzt erstmal uns hier begibtig zum Reaktorraum. Hier gibt es ein großes Medipack und eine Schleuderkanone. Das ist so eine Art Shotgun. Ah, hier ist ein Speicherterminal. Na gut, ob wir so früh speichern müssen. Drück zurück, es geht nicht. Ah doch, jetzt. Lassen wir es speichern. Weiter geht's. Oben auf dem Radar seht ihr immer dieses Dreieck. Oben rechts, da müsst ihr quasi hin. Also die Atmosphäre von dem Spiel ist eigentlich schon ziemlich geil. Kann man nichts sagen. Zutritt verweigert. Ah, jetzt müssen wir wieder darüber. Jetzt haben wir die Magnetkarte. Machen wir mal auf. Oh, es geht schon ab. Hier liegen auch überall so menschliche Leichnamen rum. Die könnt ihr dann auch durchsuchen. Körper durchsucht, nichts Interessantes. Da findet ihr dann Medipacks und so weiter. Das Spiel kann man auch im Coop durchspielen. Aber ich werde mich jetzt erstmal reinarbeiten, denn dann wird es auf jeden Fall nochmal ein Video dazu geben, denke ich. Weil mir macht das Spiel schon Laune. Ah! Feuer! Ihr könnt auch nachladen manuell, wenn ihr ein bisschen was verschossen habt mit Y. So, jetzt müssen wir den Weg hier in diese Kantine finden, indem wir diese Glasscheiben zerschießen. Und dann können wir hier rein. Und da gibt es auch schon eine Taschenlampe. Das Essen hat hier wohl nicht so gut geschmeckt. Wie die hier alle rumliegen. Yeah, der hat Munition. 8 Munition für die Schleuderkanone.
kann ich ja mal auswählen, die Schleuderkanone. Das ist die hier. Also wie ihr seht, ist so eine Art Shotgun. Und wieder zurück. Viel Licht macht die nicht, aber ist schon mal besser als vorher. Boom. Genau, jetzt müsst ihr mit der Taschenlampe hier oben diesen Stromkreis aktivieren. Also quasi Solar. Ne? Und dann ist auch hier schon dieser dicke Reaktor. Digga, aktiviere den zweiten Generator. Müssen wir da runter? Ach so, ja. Ihr könnt mit L und R diesen Buttons die Kamera so drehen. Wollen wir mal das Feuer dann löschen. So, wie ihr schon gesehen habt, lebt das Spiel wirklich von der Atmosphäre. Weil jetzt ist hier nämlich keiner mehr. Ah, außer Monster. Aliens quasi. Aus. So. Ihr merkt schon, das ist am Anfang alles noch so ein bisschen wie ein Tutorial aufgebaut. Aber ich habe wirklich von Anfang an jetzt gestartet, weil ich das Spiel auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen intensiver zocken will. Und dann gibt es noch mal mehr Videos dazu. Auch mal im Coop-Modus vielleicht. Au! Hier ist wieder ein Speicherterminal, also anfangs wird damit nicht gespart. Da liegt ein Log. Ja, da könnt ihr mit der Back-Taste auch in das Log reingucken oder in die Karte. Könnt ihr dann hier die Karte zoomen. Ich habe dann hier noch so Logbücher, die könnt ihr auch noch durchlesen. Welche Gegner und so weiter, Waffen und die Karte ist natürlich sehr wichtig, wahrscheinlich später noch. Keycard required. So, hier ist jetzt alles zu. Muss man einen anderen Weg finden. Attention, all crew. Magnetkarte. Magnetkarten sind immer gut. Ah! Hier unten gibt es dann noch solche. Ich nehme jetzt mal so ein kleines Medipack. Das macht ihr mit L2 oder mit LT, wie ihr es nennen wollt. Und dann habt ihr unten noch so eine Fragmentgranate. Und diese Betäubungsgranaten. Quatsch. Da sind dann quasi die Gegner gelähmt. Also wie ihr auch schon merkt, jetzt wird es euch zwar angezeigt, dass es hier ein Kartensystem ist, aber mit dem Drehen der Kamera ist es manchmal dann schon ein bisschen besser. Ah,
betätigen wir jetzt nochmal diese Steuerkonsole und lassen den Gameplay-Dienstag somit auslaufen. Ich mache hier noch alle dumm. Ah! Tschüss.